Der Leopold Steinbichler, Wirtschaftssprecher Team Stronach, ist als nächster an Bord. Danke, Frau Kollegin, für den Hinweis auf den berühmten Bundeskanzler Kreisky zitieren, der gesagt hat, das Thema muss ziemlich thematisieren, bis das dann wirklich auch echt diskutiert wird. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuseher auf den Tribünen und vor den Fernsehschirmen. Na, diese fehlenden Reformen wurden ja heute ausführlich bereits diskutiert und darf vielleicht noch einmal zurückgehen in einen Bereich, weil heute auch manches Mal bei dieser Budgetdebatte oder sehr oft diese als Auslöser die Hypoalpe Adria zitiert wurde. Das ist die billigste Ausrede. Ich bin neugierig, welches es dann nächstes Jahr gibt. Das sollte scheinbar, und der Herr Klubobmann Lobatka hat es auch verwendet, davon ablenken, dass man einfach die Reformen nicht umsetzt. Wir haben diesen Betrag, den jetzt die Hyperalpe Adria braucht, das könnte man, und das steht jährlich an, bei dem Bereich Pflege, Gesundheit. Dort wäre dieser Betrag einzusparen, bei den notwendigen Zusammenlegungen der Sozialversicherungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die auch immer wieder aufgezeigt werden. Und ich darf erwähnen, die neue Rechnungshofpräsidentin Kracker, die das letzthin in Zeit im Bild 2 bei dieser Diskussion auch ganz klar erwähnt hat, diese Reformunwilligkeit und diese Reformnotwendigkeit für diese Bundesregierung. Ich darf aber auch einen Punkt erwähnen, weil er heute einige Mal bereits angesprochen wurde, Asyl. Ja, hier ist es aber notwendig, dass wir mal ganz klar deklarieren, was sind Asylanten und was sind Kriegsflüchtlinge und was sind Klima- und Wirtschaftsflüchtlinge, Kolleginnen und Kollegen. Wenn man sich die Berichte anschaut, wenn man sich die Prognosen anschaut, sind 200 Millionen Leute unterwegs. Wir werden das nicht verhindern durch unsere Konzernwirtschaft und deshalb dieses Bild, das man schon gesehen hat, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen, weil das ein Kernthema ist und auch ein Kernthema ist für eine Budgetierung. Warum können 62.000 Frachtschiffe täglich unbesteuert durch die Weltmeere fahren? Warum wird hier nicht fair besteuert? Warum wird dem kleinen Mopedfahrer, wenn er seine Versicherungsprämie nicht bezahlt, das Kennzeichen abmontiert? In dieser Spannungswelt wird Finanzpolitik gemacht. Das ist Steuergerechtigkeit, nicht nur bei den neuen Steuersystemen oder bei dem bereits von der Kollegin Dietrich angesprochenen fairen Pensionssystem. Nein, 100 Euro können für einen Pensionisten sehr viel sein. Bringe ein Beispiel, 45 Beitragsjahre aktuelle Pension. Ich nehme das nächste Mal den Bescheid mit 647 Euro. Ein Bauer aus Ungenach. Den gibt's, Kollege, ja, der hat einzahlt, Walter, jawohl. Der hat eingezahlt und weil heute die Sozialpolitik, und mir wird das sehr gefallen vom Kanzler Kern, was er da gesagt hat, so erwähnt wurde, da können wir das extra diskutieren heute noch beim grünen Bericht. Aber es ist richtig, dass damals die Sozialversicherung eingeführt wurde. Aber braucht diese 100 Euro auch der mit 7.000 Pensionen? Für den ist nämlich sehr, sehr wenig und nicht notwendig. Deshalb ist eine Pauschal-, eine Gießkannenregelung immer die schlechteste. Und deshalb brauchen wir endlich einmal, Sockelbeträge, damit man hier zu einer Anpassung, zu einem fairen System kommt. Und kurz darf ich noch ansprechen, die Familien- und Bildungspolitik, weil die auch sehr in die Wirtschaft hineinspielt. Na, selbstverständlich. Ist ja ganz wesentlich, weil man keine Familien mehr haben, die sich Kinder leisten können. Wenn man keine jungen Facharbeiter nicht mehr haben, die man selber rekrutieren können, dann haben wir das Malheur, was wir jetzt haben im ländlichen Raum. 100.000 Bauernhöfe geschlossen und es fehlen jetzt diese Leute für die großen Industriebetriebe vor Ort draußen. Wo haben denn die ihre Fachkräfte rekrutiert? Oder in der Bildungspolitik, wo auch gestern der Herr Finanzminister und heute der Herr Bundeskanzler angesprochen hat, dass wir im OECD-Vergleich nachhinken von der Effizienz, sei es die Klassenschülerzahlen oder sind es die Vergleiche in den Statistiken. Und deshalb sind wir hier gefordert, ich erwähne noch ganz kurz, wird heute noch ein Thema werden und angesprochen schon von den Kolleginnen und Kollegen der Grünen-Fraktion im Ökostrombereich. Da hängt es ganz genauso wie in vielen anderen Bereichen. Es werden die Bio-Hackschnitzelheizungen, die werden stillgelegt, die werden zum Teil nicht mehr betrieben, zum Teil sogar mit dem Bagger geschliffen und werden ersetzt durch Atomstrom und Russengas. Das sind die Fakten. 30 Atomkraftwerke sind im Neubau
Und wenn wir hier zu keiner fairen Lösung kommen, und auch hier gilt dasselbe, wir müssen auch hier die Kreisläufe regionalisieren. Sonst haben wir das Problem, und deshalb der Spruch wiederholt und zum letzten Mal, sonst haben wir das Problem, dass wir nur mehr der Globalisierung alles opfern, den Konzernen opfern, und deshalb als Gegenpol die Regionalisierung, den Menschen im Mittelpunkt. Der Mensch muss im Vordergrund stehen, den Menschen, für die Menschen haben wir zu arbeiten. Deshalb volle Unterstützung, Herr Minister, für die notwendigen Reformen. Zum Thema Asylpolitik meint Leopold Steinbichler vom Team Stronach, dass man ganz klar definieren müsse, wer Kriegsflüchtling und wer Wirtschafts- oder Klimaflüchtling sei.